You need to know that I'm a So, wieder hallo, jetzt kommt zu einem neuen Video zu Forza Motorsport 7. Ja, lang ist her, seitdem wir hier das letzte Mal quer gefahren sind oder überhaupt was gefahren haben. Und letztes Mal waren wir in einem wunderschönen Honda, im Familienwagen ein wenig quer am Fahren. Aber, ja, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und in dieser Woche hat Turn 10 ein neues kleines Update rausgehauen, was die ganzen Drift-Leute unter euch natürlich mega, mega freuen wird. Einerseits wird hier angekündigt, dass eben ein Formula D Carpack zu Forza Horizon 4 kommt und wenn ihr Forza Horizon 4 vorbestellt bekommt, ist auch im Forza Motorsport 7. Aber im selben Zug, weil natürlich Drift-Autos einen ganz, ganz anderen Lenkwinkel haben, gab es eine neue Tuning-Option. Nämlich können wir jetzt endlich richtige Drift-Fahrwerke verbauen, also können bis zu 60 Grad Lenkeinschlag am Fahrzeug tunen und sonstige Spirenzchen, also können wir richtig geil Drifter bauen und das werden wir heute einfach mal ausprobieren. Ich habe heute einfach mal Bock, mir einen E36 aufzubauen, mit dem mal ein bisschen zu gucken, was denn diese Drift Suspension so drauf hat, was denn damit so geht und ist natürlich, wie gesagt, für richtig professionelles Driften unverzichtlich, allein weil du viel mehr Lenkwinkel hast, viel krassere Winkel fahren kannst mit viel höherer Geschwindigkeit, pipapo. Und ja, aber man muss erstmal sagen, ist das mal ein positiver Aspekt, dass Turn 10 darauf eingestiegen ist, zu sagen, oh ja, Driften ist anscheinend doch wieder ein wichtiger Teil vom Spiel. Weil ich muss sagen, in Forza 4 und so habe ich damals sehr, sehr viel quer gefahren. Und ja, die ganze Drift-Community hat sich dann auch ein bisschen enttäuscht gefühlt über die letzten Teile. Aber Turn 10 hat es anscheinend nicht eingesehen und deswegen haben wir jetzt auch was für die Drift-Leute endlich wieder am Starten. Das ist ziemlich, ziemlich geiler Shit. Freue ich mich sehr drüber, weil bei Forza 7 bin ich mega gerne quer gefahren, aber da hat mir halt nicht so viel gegeben. Und die Rennfahren war halt bisher immer so, Aber gut, vielleicht werden wir in Zukunft ein bisschen mehr wieder bei Forza 7 reingucken, weil das wird ja anscheinend längerfristig ein Motorsport-Teil bleiben, weil nächstes Jahr ja kein Motorsport 8 kommen soll, haben sie ja schon gesagt. Und dementsprechend das Ding hier weiter mit Updates gefüttert werden soll. Also vielleicht gucken wir in Zukunft mal wieder ein bisschen öfters rein. So, wir kaufen uns jetzt erstmal ein wunderschönes Auto. Wie gesagt, ein E36, weil ich einfach Bock habe auf den Bimmer, ich weiß nicht warum. Es geht nicht bei allen Autos dieses Fahrwerk einzubauen, aber bei sehr, sehr vielen. Also es ist nicht allzu begrenzt, muss man einfach mal ganz klar sagen. Schön, dass es mir auch gar nicht ruckelt. So. Ich habe einen E36 gerne. Wo ist er denn? Nein, wo ist er? Da, ne, ist der Kompakt, den will doch keiner. Ich will den normalen. Da, genau den hätte ich gerne einmal, bitte. Den würde ich gerne einmal kaufen. Lackierung können wir gerne gleich noch gucken. Wir kaufen den erstmal so. Wir bauen Serienteile ein, weil wir wollen das Ding selber aufbauen. Natürlich, weil es soll ein Drifter werden und kein Fahrzeug für irgendeine Rennserie. Dementsprechend bauen wir das Ding selbst auf. Und bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache, gucke ich mal ganz kurz im Gegensatz zu. Wo ist die Scheiße hier? Welche scheiß Grafik einstellen, hast du dich wieder geschraubt? Sehr gut, okay. Läuft auf Full HD, weil das ist nämlich die Sache, dass Forza Horizon 3 letztes Mal meinte, einfach mal auf 4K laufen zu müssen während der Aufnahme. Das ist dann vielleicht ein bisschen too much. So, wir gehen mal in Upgrades. Upgrade Shop. So, das müsste jetzt theoretisch bei Fahrwerk müsste es nämlich dabei sein. Ist es hier bei? Genau, hier ist es bei. Okay. Wir haben mal Sportdämpfer, dann haben wir Renndämpfer und Driftfederdämpfer. Eine besondere Driftaufhängung, die Einstellung des Lenkwinds ermöglicht. Das ist natürlich geil. Und ja, wie gesagt, damit können wir dann bis zu 60 Grad Lenkeinschlag einstellen. Und das bauen wir natürlich auf jeden Fall mal ein. Ja, ist mir egal, dass wir aus der Klasse rausfliegen. Das ist mir vollkommen Wayne. So, dann machen wir die Kiste jetzt mal weiter auf. Was machen wir denn noch? Motorswap, ich überlege gerade, haben wir einen V8 für das Ding? Ja, kommen wir. Der 5. Ja, ist der aus dem R8, ne? Ist nicht der aus dem 5er, ne? Aus dem M5. Das wäre nämlich saugeil. Komm, wir bauen mal einen V8 ein, das können wir ruhig mal machen. Schön V8-Motor, das kann ruhig klingen. Turbo haben wir mal keinen drauf, Antrieb bleibt soweit, Luftzufuhr. Ja, wie gesagt, wir fahren den einfach mal mit dem Sauger. Fahren wir mit dem Sauger? Ja, fahren wir mit dem Sauger. So, für den gab es noch ein Whitebody-Kit, oder vertue ich mich? Gibt es hier für den kein Rocket Bunny? Warum gibt es das denn in den Forza? Ich wollte gerade sagen, wo ist das Rocket Bunny? Weil das gibt es ja in Forza Horizon 3. Warum soll es das denn hier nicht geben? So, einmal bitte das Kit kaufen. Das möchte ich dann gleich wieder ein bisschen zurückziehen. Oder kann man das Kit da irgendwie. Ach, verdammt, ich war dumm. Ja, sorry, mein Fehler. Ich hab's vergessen, weil das Tuning-Kit ist ja hier hinten. Nee, ist nicht. Doch, ist es. Warte mal kurz. So, Sunshine Upgrades. Ich blicke manchmal die Menüs hier nicht so ganz durch. So, jetzt nochmal Rocket Bunny dran. Super. So, jetzt machen wir nochmal die Scheiß. Bauen den Motor wieder ein. So, unnötig Geld ausgegeben, aber Scheiß drauf. So, ist drin, ne? Ist drin, ne? Nicht, dass er jetzt. Ja, ist drin. Okay. Gut, dann bauen wir jetzt das Scheiß Fahrwerk wieder ein. Das ist nicht das Scheiß Fahrwerk, das Super Fahrwerk. Ja. Ach, warte mal. So, jetzt ist ein bisschen Ruhe. Ruhe im Karton. So, dann gucken wir mal weiter.
Spoiler. Da können wir Rocket Money Lip dran machen. Oder einfach komplett clean. Ja, komm, machen wir euch die Theke dran. Also, beziehungsweise die Theke, den Ducktail. Ist ja keine Theke. So, jetzt brauchen wir natürlich auch schöne. Jetzt überlege ich gerade, was für Reifen wir nehmen. Ja, die Frage ist halt, ob Rennreifen beim Driften so viel Sinn machen, ne? Ja, komm, wir machen es einfach mal drauf. Scheiß drauf, Optik wegen. Ob das jetzt so viel Sinn macht, werden wir nachher noch rausfinden. Was ich mal kurz machen muss, ist mal kurz ins Tuning-Menü und die Karre ein bisschen tiefer legen, weil ich sonst gleich einen Brechreiz kriege, wie die Karre da steht. Alter Verwalter, ey, das ist ja widerlich. Das ist ja ekelhaft. Runter damit. So, jetzt müssen wir irgendwie bei Ausrichtung... Lenkwinkel, da. Da kann man nämlich jetzt einstellen. Ist auch schon steuermäßig auf 60 Grad eingestellt. Sehr gut. Oh, steht auch schon viel besser da. Sehr gut. Ich hätte gerne so Oldschool BBS Motorsportfelgen und so Rennsportfelgen, weil gibt es ja hier im Forza Motorsport, das ist das Geile, da gibt es ja bei Forza Horizon leider nicht. Ich hoffe vielleicht bei Forza Horizon 4, das wäre cool, weil gibt es nämlich einige coole Felgen, sowas zum Beispiel. Das finde ich halt einfach brutal, boah, brauchen wir nicht lange überlegen, nehmen wir direkt. Das sieht aber sau geil aus, kein Scheiß, rechts jetzt im Drifter, boah, das sieht halt brutal aus, schön. Größe lassen wir sogar so. Hinten können wir ruhig mal auf zwei größer gehen. Ja, vorne machen wir einen größer. So. Haben wir das auch. Jetzt Bremsen können wir ruhig packen, weil ich will ja auch irgendwie in die Kurven spät reinlaunchen können und dafür muss ich halt ein bisschen auch die Hoffnung haben, dass die Karre zum Stehen kommt. So, Bügel bauen wir rein. Gewichtsreduzierung machen wir auch. Komm, Stabis können wir ruhig auch machen. Wenn wir schon Drifter machen, dann wesentlich richtig. So, ah, Getriebe machen wir auch. Komm, Getriebe, Kupplung, alles rein. Gut, das haben wir eh fast die Hälfte schon gekauft, durch das ich das Rocket Bunny Dinger gekauft habe. Aber es kloppt ruhig alles rein. Es reicht auch noch ein Diff. So. Wie viel Leistung haben wir denn jetzt serienmäßig? 309 kW ist okay. Jetzt nicht super krass, aber das Ding muss ja auch eigentlich, wie gesagt, ich will es ja kontrollierbar querschmeißen. Dadurch, dass wir eigentlich ein gutes. Dadurch, dass wir jetzt eigentlich einen guten Lenkwinkel haben, sollte da eigentlich schon auch mit wenig Leistung viel gehen. Weil das Ding halt sauweit in den Winkel halten kannst, ohne dass es dir weggeht. Ja, komm, lass mal so. Wisst ihr was? Wir fahren immer mal ein bisschen weniger Leistung. Warum nicht? Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen weniger Leistung. Wir probieren es einfach mal. Weil, wie gesagt, mit dem Lenkwinkel ist halt das Geile, dass du halt nicht so viel Leistung eigentlich brauchst. Jetzt brauchen wir theoretisch noch ein cooles Design. Design finden. Gucken wir mal, ob da was Schönes bei ist. Ist mein Kaffee schon trinkbar oder verbrenne ich mich wieder teuflisch dran? Ich guck mal. Oh ne, der hat eine angenehme Trinktemperatur. Das ist sehr schön. Sieh mal, Motorsport sogar. Nice. Nice, nice, nice. Sowas wäre auch schick. Aber ich will eigentlich irgendwie einen clean Look. Oh, okay. Ja, Hoonigan-Lackierung finde ich auch geil. Ach komm, machen wir die Hoonigan-Lackierung drauf. Geht klar. Wow, 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 wow. Ich hoffe, jetzt hat keinen Ruck in der Aufnahme. Das Laden vom Design. Junge! Das Laden. Das Laden vom Design lässt meinen ganzen PC rucke. What the fuck, Forza? Ist ja okay. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Ruckler in der Aufnahme. Ist das schon. Und wenn nicht, ich hätte ein paar ikonische Gesichtszüge von mir gehabt, weil ich mein Gesicht dann eingefroren habe. So, sieht die Kiste doch schon mal ganz gut aus. Ja, damit kann man auf jeden Fall querfahren. Amerika lässt grüßen. So sieht's aus. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in ein freies Spiel. Und machen dann Testfahrt. Ganz einfach. So, welche Strecke fahre ich denn mal? Wo war das denn nochmal? Alter, kein Scheiß, ich finde hier halt nichts, ne? Renneinstellung, da. Ah, ich habe so lange nicht mehr gespielt, man merkt es. Worauf drifte ich denn am liebsten? Was haben sie? Ist der Testtrack nicht mittlerweile verfügbar sogar jetzt hier im Free? Da! Streckenauswahl. Gesamtstreck. Ne, kommen wir immer noch nicht, schade. Ja, okay, das ist kacke. Wenn wir schon Driftstrecke haben, eigentlich. Ich überlege gerade, Bei der übrigen gibt es die Mühlenbachschleife nicht, ne? Ne, gibt's nicht. Hier, Long Beach zu nehmen. Weil das sich am meisten anbietet, eigentlich, fürs Driften. Long Beach oder Catalunya. Komm, nehmen wir Long Beach. Kriegen wir hin. Ja, die nehmen die komplette Version. Das ist schon okay. Wir gehen die eh auf Testfahrt, dementsprechend ist sowieso alles vollkommen egal. Annehmen. So. Lass mich mal kurz laden.
Und dann können wir gleich die Testfahrt machen. So, zum Start. Dann gehen wir auf Testfahrt, dann können wir nicht schön alleine fahren. Und dann gucken wir mal, was das Drift-Fahrwerk so drauf hat, ne? Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie sich so fährt. Mal gucken. Aber ja, so wie ich es im Forum sehr gesehen habe, waren relativ viele davon begeistert, weil es halt natürlich endlich wieder das Driften im Spiel möglich macht. Also nicht möglich macht, aber geiler macht. Und ja. Also grundsätzlich einfach, dass Turn 10 halt wieder sieht. Oh, wir haben eine Drift-Community. Ach, ups, die haben wir ja. Also, nee, die hatten wir ganz vergessen. Entschuldigung. So ungefähr kommt dann das vor. So, oh, da warten wir. Warte mal, da war ja was. So, als wenn ein Kind im Einkaufsladen vergisst. So ist Turn 10 in dem Moment drauf gewesen. So, ach, scheiße, wir haben da was vergessen. Da war doch noch jemand. Mann. Hallo? Ja, danke schön. So, wir gehen Testfahrt. Papa will nämlich alleine querfahren. Warte, wo war denn nochmal Foto? Kurz mal ein Foto, muss nur ich mal kurz zeigen, was ich meine mit Lenkwinkel, ne? Das da, das ist nämlich nicht standardmäßig. Warte mal kurz. So. Das sah jetzt gerade ein bisschen sehr bunt aus. Das ist nicht ein standardmäßiger Lenkwinkel von dem E36 und das ist geil. Klar, das sieht aus, als hätte ich gerade einen Unfall gehabt, aber es zum Driften ist das der Himmel auf Erden. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das fährt. Gucken wir mal. Oh ja, ich glaube, die Leistung sollte reichen, die wir haben. Ich glaube, bei engen Kurven wird mir das gleich mehr zum Tragen kommen. Gucken wir mal. Das meine ich halt. Du kannst aus einem viel weiteren Winkel die Karre noch zurückholen, weil du ja immer noch lenken kannst. Ja, das meine ich halt. Weil du, das ist ja normal beim normalen Drift mit der normalen Fahrwerk hat das Problem, wenn die Karre halt mit dem Heck zu weit rumkommt, du kannst halt irgendwann nicht mehr gegenlenken und irgendwann ist deine Lenkung zu Ende und dann ist halt das Ende, dann schmeißt die Karre halt rum und das ist bei 60 Grad halt so schnell nicht der Fall. Aber, Wall-Tap, egal. Ehrlich gesehen, E36 von denen sieht nicht besser aus. Also ist alles legitim, dass ich das, die Karre voll gegen die Wand baller. Ja, okay, das war dann. Dann haben wir da auch die 60 Grad überschritten. Aber man hat auf jeden Fall schon mal viel mehr Spielraum, um die Karre quer zu halten. Das ist natürlich schon mal leicht pornös. Oh, okay, jetzt schmeiße ich nochmal gerade echt sehr viel in den Winkel rein. Gucken wir mal, dass wir uns noch mal ein bisschen dran gewöhnen. Das fährt sich auf jeden Fall sehr anders. Das ist recht, weil du halt eben noch weiter lenken kannst. Das ist halt eigentlich dein normaler Vorsinn. Sagt dir, jetzt ist auch mal Schluss mit Lenken. Boah, Alter, das war's für ein Winkel, den du zurückholen kannst. Das ist schon übel, ne? Ja, Problem ist auch mit den 60 Grad. Du kannst halt Kurven viel länger ziehen und dann landen wir halt selbst nach an einem Reifenstapel. Sehr gut. Boah, es wird fertig, aber es hört sich auf jeden Fall schon mal sau anders. Aber in einem positiven Sinne. Also, boah, kein Walltap, kein Walltap. Alles gut. Ein bisschen Vorsicht und Gas muss ich trotzdem sein. Boah. Das meine ich, Alter. Den hättest du niemals zurückholen können normalerweise, weil mit der normalen Lenkweg wäre die Karre jetzt einfach weg gewesen. Ist einfach saugeil. Und auch, du hast damit auch viel mehr Kontrolle über das Fahrzeug, weil du vorne einfach viel mehr mit der Achse gegen agieren kannst. Also du hast viel mehr Spielraum, um den Wagen im Drift halten zu können. Ich sehe nichts mehr in die Mauer. Yes, okay. Man kann sich dran gewöhnen und dann macht das scheiße viel Laune. Geil.
Oh, ich glaube, ich könnte mir mit der Formel 7 mal wieder ein bisschen öfters hier und da mal reinschauen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Das war zu schnell. Ja, da bringt mir die beste. Oh, oder? Ne, haben wir noch. Okay. Kommen wir mal für die Kurve da vorne mal ein bisschen mehr Schwung, dann ziehen wir einfach auf volle Kanne die Handbremse. Theoretisch müsste ich ihn halten können. So, und runter, Ding. Ja, waren wir zu weit außen. Sehr gut. Zurückholen, zurückholen, zurückholen und rein da. Boah. Das ist schon leicht geil. Alter, es fährt sich halt wirklich viel kontrollierbarer. Du kannst halt viel mehr Kontrolle über das Fahrzeug und viel mehr Spielraum, wie du deinen Drift gestalten kannst. Und das macht halt einfach unfassbar Laune. Nebenbei, liebes Team von Turn 10 und Playground Games, weil die höchstens ja auch viel dran schuld sind. Danke, danke, danke. Endlich wieder. Kann man schön querfahren. Kommt man her vorher auch, aber jetzt halt noch geiler. Also jetzt macht es halt richtig Bock. Aber man es jetzt halt auch viel leichter lernen kann, glaube ich. Fuck. Tacken zu weit raus. Tacken zu weit raus. So, komm, wir gehen nochmal auf eine andere Strecke. Ich habe nämlich noch eine andere im Kopf. Maple Valley? Ich überlege gerade, welche ich gerade im Kopf habe. Was Maple Valley oder welche? Ne, Lime Rock nicht. Ich überlege gerade, welche Strecke ich im Kopf habe. Den Namen fällt mir gar nicht ein. Deswegen gucke ich gerade mal kurz durch. Ne, Lime Rock nicht. Maple Valley könnte man querfahren. Wäre sogar echt eine Idee. World America hatte ich. Was wurde? Ne, World America war es nicht. World Atlanta, genau. Maple Valley, Woodlander, Maple Valley, Woodlander. Ach komm, warte mal. Ne, wir fahren Maple Valley allein aus einem Grund. Dann kommen nämlich die Oldschool-Feelings wieder zurück. Wir fahren durch den Gesamtkurs. Ja. So. Weil Maple Valley war ja damals ja bei Forza schon drin. Das hatten sie bei Forza 7 wieder zurückgeholt, die Strecke. Und aus dem Grund, weil sie zurückgeholt haben, finde ich, ist auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um da nochmal wunderschön quer zu fahren. Wie gesagt, bei Forza 4 bin ich wirklich sehr, sehr viel quer gefahren. Auf Forza 3, auf Forza 2. Aber ich bei den Titeln dann immer noch, bei Forza 2 ja noch so der Rennfahrer ja war, aber auf Forza 4 habe ich dann echt viel Spaß am Querfahren hier in den Spielen bekommen. Und ja, dementsprechend. Können wir da ja auf jeden Fall nochmal reinschauen. Warum nicht? So, lass mich mal kurz wieder laden, dass wir gleich unsere schöne Testfahrt machen können. Und dann gucken wir mal. Aber ja, E36 reicht von Leistung auf jeden Fall. Damit kann man auf jeden Fall locker seinen Spaß haben, ist gut. Da haben wir auf jeden Fall nicht zu viel reingepackt, weil so kann ich ihn vernünftig noch kontrollieren. Auch wenn jetzt natürlich zu viel Leistung jetzt auch fast kaum noch geht, weil, wie gesagt, du kannst ihn ja relativ gut abfangen. So. Wenn ihr die Lackierung nicht kennt, einfach mal den Hoonigan-Shuttle gucken, dann wisst ihr, was ich meine. Dann wisst ihr, woher ich das Ding kenne. Ja, also sag mal so, mit der Lenkung kannst du halt schon den Drift ein bisschen länger ziehen als sonst, ne? Alter, ey, das ist ja wahnsinnig. Ja, okay, das war jetzt wahnsinnig weit raus. Hoppala, ich fange ihn noch. Ah ja, aber ganz schön offen im Arsch kommt der Kollege, obwohl er eigentlich ein Rennfahrwerk drin hat. Rennreifen drauf, also das wollte ich sagen. Rennfahrwerk hat er auf keinen Fall. Krassname, komm, yes, sir. Alter, das macht, boah, au, mal wieder ein Walltap. Das macht halt so hart Laune.
hätte vielleicht erst die Strecke fahren sollen, nicht direkt Long Beach, aber na gut. Es gibt einen Dreher. Das kann ich nicht. Das wird nix. Aber Alter, das fällt sich so gut. Na, 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 nicht, 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 nicht. Okay, zu viel Winkel. Hopsa, und zurück. Trotzdem zurückgeholt. Zack. Jetzt hab ich mehr. Das ist dann das Problem, wenn man sich halt zu viel reinsteigt und zu viel will, ne, dann wird das irgendwann sehr, sehr wirr und durcheinander. Und schmeißt die Karre nur von einer Ecke in die nächste. Die nächste Kurve muss ich eigentlich guten Schwung nehmen. So, mal gucken. Ah, okay. Ich wollte ein bisschen mehr Winkel mal probieren. Problem ist, mit dem Heckantrieb schmeißt dich halt in die Gegenrichtung. Das war jetzt nicht der Plan. Schade. Ich glaube, ich kann den wieder zurückholen mit der Lenkung. Leider ging es nicht. Aber gehen wir halt direkt weiter driften. Ist ja gar kein Thema für den. Oh, das gibt den nächsten Einschlag. Naja. Alle Rückleuchte ist immer noch im perfekten Zustand. Ja, schön über den perfekt. Schön über den Streifen, den ich gerade. Curb war das Wort, was ich dafür gesucht habe. Curb hieß das. Ganz vergessen, wie das Teil wieder hieß. Oh, böser Wolter. Aua, aua, aua. Ja, zurückgeholt. Aber auf jeden Fall kann ich jedem nur empfehlen, schaut, wenn ihr Forza 7 habt, auf jeden Fall nochmal rein und ist hier die Drift Suspension. Mit irgendeiner Karre eurer Wahl. Ich glaube, ein Bugatti Chiron geht das sogar. Also dementsprechend könnt ihr damit viel Scheiße bauen. Aber umso mehr noch Spaß haben. Und das ist ein sehr positiver Pluspunkt. Es macht echt eine Menge Spaß jetzt mit dem Fahrwerk. Weil du halt, wie gesagt, einfach viel mehr mit der Lenkung arbeiten kannst. Das ist natürlich super geil. Ah, man muss ja nur irgendwann mal das Gas wieder loslassen, weil dann passiert nämlich trotzdem sowas. Schön Burnout hingezogen. Hopsa. Erstmal das Heck wieder ruhig bekommen. Jetzt. Nein, doch nicht. Egal, direkt Drift weiterziehen. Gegenrichtung. 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 Von da unten jagen wir jetzt einfach Vollgas rein. Das geht schon. Hab ich ja gesagt, das geht schon. Haha. Also ich bin ein bisschen vom Gasgang. Ja, ich geb's ja zu. Ich habe die Handbremse gezogen. Ja, damit haben wir schon eine gute Geschwindigkeit verringert. Das ist ja richtig, aber es geht ums Prinzip. Ah, ich muss aufhören, am Gas zu bleiben. Dann schmeiße ich das Heck immer so weit rum. Die Lenkung kann ja irgendwann auch nichts mehr dafür, wenn ich halt einfach nur noch Vollgas hinterreifen beim Durchdrehen habe. Ich finde diese Sandverwirbelung hier immer süß, ey. Also er hätte mir jedes Mal einen kleinen Wirbelsturm hier auf der Strecke. Ich weiß auch nicht warum. Sieht auch schlimm, finde ich, die Bäume sehen absolut kacke aus. Weil die Bäume hier sehen wirklich absolut kacke aus. Das ist, man sieht halt einfach, dass einfach nur so Texturen ineinander gesteckt sind. Das ist halt irgendwie. Oh fuck. Ja, okay, Karma. Ich spreche, hat sich gerade gerecht an mir dafür, dass ich die Fresse aufreißen musste. Upsala. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Da, seht ihr? Das ist halt irgendwie jetzt nicht so sexy. Das sieht halt jetzt nicht unbedingt so geil aus. Das ist halt jetzt irgendwie so ein bisschen meh. Man sieht es halt auch. Selbst beim Vorbeifahren, wenn man drauf achtet. Selbst der vierte Gang so viel Leistung hat, ist übel, ey. Schön ist, die ganzen Leute, die ihre Drift-Setups machen, die können jetzt alle ihre Drift-Setups jetzt mal umschreiben, weil natürlich mit 60 Grad Lenkwinkel funktionieren die meisten nicht mehr so wirklich. Also bis zum 40 der Wagen ein bisschen komisch.
Eine Kurve ziehe ich jetzt hier mal oben durch, ohne ihn wegzuschmeißen. Oh, schön immer mal wieder vom Gas lassen, damit die Karre nicht unruhig wird. Ah, nein, wir rutschen trotzdem raus. Kacke. Nein, 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 nein. Oh, Alter, jetzt habe ich mich aber komplett von der Bahn gebracht. Ey, so, jetzt nochmal. Hallo. Können wir jetzt mal wieder auf der Straße bleiben? Hinterreifen müssen wir mal kurz wieder ein bisschen beruhigen da hinten. Die sind nämlich gerade auf Temperatur, dass sie gar keinen Bock mehr hatten. Das ist nicht gut. Oh, das war perfekt. Schön über den Körper, diesmal nicht über die Wiese. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war hübsch. Ah, na, 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 na. Alter! Jedes Mal jetzt so weit rauskomme. Oder mich wegdrehe. Oder andere Sachen. Ich weiß, es passieren ziemlich viele Sachen, die mich davon abhalten, schön Driften zu ziehen. Hoppa, Gegenpendler. Böser Gegenpendler, weil 60 Grad Gegenpendler. Hoppala. Alles gut, nur ein kleiner Walltrap. Nein, nicht wieder in die Wiese. Hör auf jetzt, bleib hier innerhalb der Linien, danke. Halt mal innen drin. Komm, 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 bleib hier. Ja, funktioniert doch. Dann kriegen wir die Kurven hier oben durchgezogen. Ah, nein, kriegen wir nicht. Boah. Da hat wieder scheiß über Untersteuern angefangen. Da ging er mir wieder gleich mit dem Arsch weg, leider. Da gehen wir leider wieder mal leicht mit dem Arsch weg. Und mal wieder hier drüber. Und ich würde sagen, mit dem schönen Zieleinlauf, wenn ich die Karre jetzt noch schon stehen bringe mit 60 Grad. Mit dem schönen Zieleinlauf, würde ich sagen, bin ich raus für diese heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sagt, oh, soll ich noch vielleicht irgendwas machen, dann schreibt doch gerne Autovorschläge unten in die Kommentare, wo wir die Drift Suspension nochmal ausprobieren sollten. Einfach unten reinschreiben und wenn ihr in den Kommentaren was seht, wo ihr sagt, oh ja, da hätte ich gerne ein Video zu, einfach dem Kommentar gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht hier nochmal wieder mit noch ein paar anderen Fahrzeugen, die wir wunderschön querschmeißen werden. Und ja, dann bin ich raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.